Hey Leute, und herzlich willkommen zurück. Und zwar jetzt der 13. Jan Juli, Januar, 13. Juli 2014, im Estádio do Maracanã in Rio de Janeiro, Brasilien. 16 Uhr Ortszeit, bei uns 21 Uhr. Spielen wir nochmal nach. Deutschland gegen Argentinien. Wir sind in der 39. Minute. Leider spielen wir nicht mit Deutschland. Leider spielen wir auch mit keinem Team. Wir spielen einen Spieler. Und nicht Müller, sondern Messi. Ja, wir spielen Argentinien mit Messi. Ja, darüber möchte ich auch gleich noch sagen, aber okay. Deutschland liegt mit 0 Toren vorn. Aber Lionel Messi hat noch nicht aufgegeben. Schaffst du es, 3 Treffer mit Lionel Messi zu erzielen, um Argentinien den Sieg zu bescheren? Ja, klar, sicher, locker. Anstatt mit Deutschland zu spielen, nein, mit Brasilien natürlich. Ja, Finale. Überraschung, Kram hat gespielt. Und lustigerweise, Kram hat nicht lange gespielt. Eine halbe Stunde war schon für ihn Schluss. Musste ausgewechselt werden. Wegen einer Gehirnerschütterung. Verdachtlich, also. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich war, aber. Verdacht auf Gehirnerschütterung, weil er, glaube ich, irgendwie zusammengeklappt sei. Und dann ausgewechselt werden musste. Schade für den Jungen, weil er kam rein, weil Simi Khedira sich verletzt hat. Eine Wadenblessur hatte und dann. Spielt er. Und dann. Musst du wieder raus. Das ist natürlich wunderbar. Und das letzte Mal das Sache, was ich am meisten hasse. BI Pro. Aber zurück spielen wir auf irgendeine Art Messi, weil Messi ja hier eh überpowered ist und so weiter. Deswegen. Gut. Und Messi. Und Höwedes. Und Höwedes. Höwedes klärt. Ja, Höwedes muss sagen, ist im Verlauf des Turniers wirklich stärker geworden. Am Anfang schwach, total schwach, muss ich ehrlich sagen. Und danach immer stärker, immer stärker. Und ja. Und ich fand ihn im Finale jetzt auch nicht so schlecht. Er war sehr solide, muss man sagen. Versuch mal aus dem Winkel noch zu schießen. Okay, Messi kann es versuchen, aber. Naja. Ja, Messi ist ja, wie bekanntlich, der beste Spieler der WM gewesen, also hat den goldenen Ball bekommen und ja, was soll ich dazu sagen? Unberechtigt, ganz einfach. Also, warum kriegt er den goldenen Ball? Ich verstehe das nicht. Wieso? Ich verstehe das nicht. Er war im Finale okay, im Halbfinale total schwach. Das muss man sagen. Er war nicht gut im Halbfinale gegen Argentinien. Im Viertelfinale war er auch nicht wirklich gut. Er hat zwar eine Chance gehabt, aber ja klar, aus einer Chance kannst du ein Tor schießen. Natürlich. Logisch. Das kannst aber. Nur eine Aktion bringt sie. Du musst im ganzen Spiel was tun. Das ist auch nicht gegen Schweiz nichts anders. Okay, Schweiz, da hat er ja auch nicht. Da hat er auch zwar die Vorlage gemacht. Aber. Und jetzt kommt das Aber. Eine Aktion reicht nicht, dass du auf einmal der beste Spieler der WM wirst. Du musst was komplett geleistet haben. Das ist meiner Meinung nach für mich verdient der Müller gewesen. Arjen Robben. James Rodriguez. Neymar auch. Also Neymar würde ich sogar noch besser stellen als Messi, weil Neymar überragend im Turnier war. Also der geleistet hat, was für Dribblings hat er alles und so. Also für mich ist Messi unberechtigt und ich habe auch viele Votings gesehen und die sind auch meiner Ansicht, dass Messi es nicht verdient hätte. Ja, ich würde mal echt mal wissen, wer den gewählt hat. Oder wie wird das überhaupt gemacht? Versteht, wählen wir den? Oder wählt die FIFA den? Ich glaube, die FIFA wählt den, ne? Ja, klar. Dass die FIFA den wählt, ist ja irgendwie wohl klar. Ja, natürlich den goldenen, also. Den Man of the Match war ja Götze, okay. Klar, wenn du das entscheidende Tor siehst, dann bist du automatisch Man of the Match. Klar. Aber es ist nicht lange, dass du der beste Spieler der WM bist. Weil Götze war nicht gut im Turnier. Und Müller hat sein fünftes Tor, sechstes Tor erzielt und hat James Rodriguez hier zumindest überholt. So, und Messi. Messi! Hier, Spiel, Spiel, Spiel! Spiel, du Honk! Ey, was ist das für ein dummer Junge, ey? Hier, spiel zurück. Hier. Was ist das für ein Spielzug? Hey, wie schlecht.
Und deshalb hasse ich B.I. Pro. Und das noch im Finale. Ey, wollt ihr mich verarschen, EA? Klar, Messi ist das Gesicht. Man, klar, Messi hat einen Vertrag bei EA. Aber warum? Warum muss ich mit dem spielen? Ey, warum habt ihr das ausgesucht? Ich will Deutschland spielen, wie er den Titel geholt hat. Obwohl, reden wir jetzt nicht darüber. Reden wir über das schönste Thema. Deutschland ist Weltmeister. Wie geil ist das denn? Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich habe auf Deutschland getippt. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht so viel Hoffnung hatte, als ich es getippt habe. Sondern gesagt, dachte, Favoriten sind für mich Argentinien und, Quatsch, Argentinien nicht, also Geheimfavoriten, aber nicht so Topfavoriten waren Spanien, Brasilien. Und das war's. Und dann, ja, komplett das Gegenteil beweisen. Und ich hatte noch komischerweise recht gehabt. Weil ich habe ja gesagt, es muss ja einer Weltmeister werden. Und da ich keinen Bock hatte, auf Brasilien oder Spanien zu tippen, weil, ja, gegen Spanien habe ich zwar nichts, aber ich will nicht gegen die tippen, weil Schmerz noch ein bisschen vom Halbfinale. Und Brasilien, ja, fand ich auch nachhinein mehr übertriebener, über dass die wirklich geworden sind und so weiter. Also. Und ja, da. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Für mich zum Beispiel Jerome Boateng das Spiel seines Lebens gemacht. Also, was er da für ein Spiel gemacht hat, überragend. Also, es war wirklich sein Spiel seines Lebens, meiner Meinung nach, wie viele es geschrieben haben. Und hat er auch, meiner Meinung nach, berechtigt auch. Und ja. Also, was er da rausgehauen hat, wie er gemessen im Hummels, fand ich zum Beispiel nicht so stark, muss ich sagen. Ja, Kroos fand ich auch nicht im Finale gut. Der hat ja noch diesen einen Fehler gemacht mit Higuain. Boah, habe ich Angst gehabt, dass Higuain vielleicht reinmachen hatte Kroos. Und dann wäre Kroos der Hassmann, glaube ich, von Deutschland gewesen. Wenn das die Entscheidung wäre. Aber war es zum Glück ja nicht. Ging noch einmal gut. Und ja. Ich hätte ihn, glaube ich, auch kurzzeitig gehasst. Also zumindest während dem Spiel. Nachhinein hätte ich dann gedacht, ja. Passiert, Kroos, passiert. Weil Bastian Schweinsteiger, als er den verschossen hat oder Robben verschossen hat, ey, wie kannst du ihn verschießen, bist du schlecht? Ist mir, glaube ich, da passiert. Bei Robben zum Beispiel. Im Nachhinein habe ich mir dann, also nach dem Spiel, habe ich mir dann gedacht, ja, passiert. Nicht schlimm, Robben, nicht schlimm. Bei Schweinsteiger auch so ungefähr, oh nein, warum machst du nicht? Warum machst du ihn so gechillt? Mach ihn mit Sicherheit rein. Und dann, ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sagen wir so. Wir Fans haben die unterstützt, oder Deutschen haben die unterstützt. Und sie haben den Titel. Und sie haben die Arbeit gemacht, quasi. Wir haben unterstützt und wir haben sie unterstützt bei ihrer Arbeit und sie haben ihre Arbeit getan. Dadurch sind wir alle Weltmeister, natürlich. Und ich werde mir auch das Trikot bestellen. Das 4-Sterne-Trikot, weil ich habe mit meiner Mutter, und meine Mutter hat gemeint, wenn Deutschland Weltmeister wird, dann kaufe ich dir das Deutschland-Trikot in 4 Sterne. What the fuck? What the heck? Was war das für ein Schuss? Was war das für ein Schuss von mir? Das ist halt Messi, ne? Der kann halt solche Chancen nicht reinmachen. Jetzt bin ich auch immer so gegen Messi. Ich weiß nicht, also Messi ist mir nach einer Zeit immer unsympathischer geworden. Muss ich ehrlich sagen, also ich habe ihn gemocht. Das wissen auch vielleicht manche, dass ich ihn gemocht habe, aber mittlerweile immer weniger. Immer weniger. Hassen tue ich ihn jetzt auch nicht, aber wirklich mögen tue ich ihn jetzt auch nicht. Sag mal so. Cristiano Ronaldo bleibt bei mir. Bleibt bei mir immer so. Ich mag ihn trotzdem nicht. Also, es ist schön, was er macht. Ich respektiere ihn dafür, was er Soziales macht. Muss ich sagen. Aber trotzdem, seine Arroganz und so weiter geht mir voll auf den Sack. Und daher kann ich den einfach nicht abwenden. Allein schon das Champions-League-Finale. Das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel dafür, warum ich den einfach nicht mag. Also, wer da meint, oh, geile Aktion, oh, hat sich gefreut. Kommt, das brauchen wir nicht zu erzählen, ey. Das ist, weißt du, du schießt einen Elfmeter und freust dich, als wenn es dein wichtigste Tor deines Lebens, obwohl es ein 4-1 war. Das verstehe ich nicht. Und sollte Deutschland hier treffen, dann jubel ich. Weil,
Ich versuche zwar alles. Ihr seht es ja vielleicht. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja Klose. Also diese WM ist schon ein bisschen rekordfällig. 8-mal im Finale, 4-mal in Folge, Halbfinale. Klose ist Rekordtorschütze. Oder spielt Klose überhaupt noch? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. So. Ich glaube, der wurde ausgewechselt, ne? Ja, der wurde ausgewechselt natürlich. So. Ja, ihr treibt man nicht mit dem. Ihr könnt auch gar nichts, die Argentinier. Also jetzt hier in dem Spiel nicht die Argentiner selbst hier. Argentinien ist selbst für mich eine gute Mannschaft, auch ein guter Gegner. Ja. Ich muss sagen, ich fand Deutschland hat verdient den Titel gewonnen. Nicht hochverdient, aber schon verdient, weil die mehr gerackert haben, meiner Meinung nach. Oh ne, Klose ist doch drin. Mehr gerackert haben und so weiter. Also. Ich fand's berechtigt. Und ja. Dass manche auch noch Ausreden suchen müssen, dass der Schiri scheiße war und so, obwohl der Schiri uns vernachteiligt hat, weil eigentlich hätte der natürlich Neuers Aktion. Ich muss sagen, es war eigentlich, weil er hat ja den Ball erst geklärt. Er hat den Ball ja weggefaustet, da wäre, glaube ich, Higo ihn gar nicht rangekommen. Und deswegen Neuer rot zu geben, ne. Das ist für mich ein schwaches Argument, meiner Meinung nach auch. Die Sache mit Kramer hätte man auch bewerten müssen, wenn Elfmeter, weil das geht auch nicht. Dann zweimal die Aktion von Schweinsteiger mit von Agüero und Mascherano oder Mascherano. Hätten beide rot kriegen müssen. Also gelb-rot in dem Fall, weil die ja beide verwandt waren. Also hier gab es einige Fehlentscheidungen. Von Giri, der eigentlich zum Vorteil von Argentinien gepfiffen hat, muss man sagen. Ist nur meine Ansicht. Weil es kann ja nicht sein, dass du so einen Spieler verletzt und meistens hat es ja auch Bastian Schweinsteiger gekauft, aber trotzdem bewundert es mich, was der für ein Kämpferherz gezeigt hat. Also was der für ein Kämpferherz hat, einfach wunderbar. Wunderbar, der Kerl. Philipp Lahm auch auf der rechten rechten Außenverteidigerseite einfach Weltklasse. Man hat einfach gesehen, dass da Welten entfernt ist, wenn ein Mustavi spielt, wenn ein Boateng spielt oder irgendjemand anders. Er ist einfach der beste Rechtsverteidiger der Welt und das sieht man einfach. Das hat man im Finale gesehen, im Halbfinale und auch im Viertelfinale. Jetzt haben wir auch hier die Verlängerung. Und ja. Ich nehme gerade an dem Tag auf, wo die Mannschaft auch angekommen ist, hier in Deutschland. Also am Dienstag. Ja, die Öffnungsfeier schon natürlich angesehen. Ach, Müller. Was der für eine Scheiße rausgehauen hat. Einmal das mit dem, warte. Warte, ich muss kurz überlegen. Er hat eine kolumbianische Reporterin war es nochmal. Die hat Jan Müller gefragt, warum er nicht Torschützenkönig geworden ist. Das ist ja ausgerechnet noch Hammers gewesen. Und wie er sich dabei fühlt. Und dann so, weil es ist, interessiert mich nicht. Nee, warte. Der Scheiß interessiert mich nicht, hat er auf Bayerisch gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter die Ohren schmieren. Ah, das ist so geil. Also, nee. Oder, nee, das interessiert mich nicht. Den Pott, nee. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter die Ohren schmieren. Einfach so geil, weil, ganz ehrlich, nach dem Spiel und Emotionen, das ist ja genauso wie Per Mertesacker. Das Interview ist auch Kult, genau wie von jetzt für Müller auch. Weißt du, dich interessiert ein Scheiß, so ein Ball, oder so eine Torjägerkanone, sag mal so, oder der goldene Schuh interessiert ja keinen, interessiert dich ja nicht, weil du wolltest nicht, die meisten Tore schießen wolltest, weißt du, wenn. Und wenn du ihn kriegst, ist schön, wenn nicht, das ist auch egal. Und außerdem hat er den silbernen Schuh, ist auch schön. Gold, Silber, jetzt hat er sich noch den Bronzeschuh, dann hat er alle drei. Punkt. Ganz einfach. Und? Wer macht das? Oh, Schweinsteiger, warum? Oh. Schweinsteiger in der 103. Minute macht er das 2:1 für Deutschland. 2:1. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, Götze hatte, glaube ich, sogar die Chance gehabt. Messi. Stark. Messi.
Messi. Messi. Stark von Hummels, glaube ich. Ja. 2-1 steht's. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und fest jetzt hier Golden Goal. Oh. Das wäre der Hammer. Golden Goal. Und dann macht Götze das Tor. Und dann sind wir Weltmeister. Aber, naja. Jetzt gibt's ja diese Silver... Oh mein Gott, meine Stimme. Jetzt gibt's ja diese Silver Goal-Regel. Ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen schon. Auch gestern schon. Ja, weil Weltmeister hat man halt ein bisschen gefeiert halt, ne? Ja, das war natürlich sehr schön. Ich wollte eigentlich schon vor ein paar Tagen schon die Aufnahme machen, aber Sonntagabend direkt, da haben wir einfach gefeiert und am Montag hatte ich einfach keine Stimme gehabt. Und daher konnte ich halt schlecht aufnehmen. Jetzt Dienstag, ja, geht's meiner Stimme ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ihr hört's ja vielleicht. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Unterschied merkt. Und ja, Messi. Den scheiß goldenen Schuh kannst du dir die Ohren schmieren. Oh, einfach so geil die Aussage. Und einerseits geil die Aussage von Müller und das andere tut mir die kolumbianische Reporterin leid, weil, na, ist schon ein bisschen fies. Muss man sagen, ist schon fies, aber einfach lustig. Also ich hab mich kaputt gelacht. Muss ich sagen. Bin ich auch ganz ehrlich. Weil war einfach ein bisschen Humor und ich glaube, die Frau fand es jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt, also ich glaube, die hat es nicht geweint. Und danach hat Schweinsteiger gefragt, ja, Bastian, you translated. Und dann hat er gesagt, ja, he say you're looking very nice and he's happy to win the title. Also, das heißt, sie gibt es gut aus und gewinnt den und sind froh, den Titel zu gewinnen. Aber es stimmt natürlich nicht, weil offiziell, da Herr Bastian so schön übersetzt, das heißt ja, you're looking nice and he's happy to win the title. Weltmeister sehen wir, den Pott haben wir. Das interessiert mich ein Scheiß. Nee, der Scheiß interessiert mich nicht. Weltmeister sind wir. Den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh. Kannst du dir die Ohren schmieren, Messi. Ja. Auf jeden Fall sehr geil die Aussage. Also Weltmeister sind wir. Den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh. Kannst du dir die Ohren schmieren. Ja, ich kann leider kein Bayerisch. Sorry. Oh, schämen, ne? Warum soll ich mich schämen? Egal. Aber einfach sogar ein Bastian Schweinsteiger neben. Vor allem Müller kam ja einfach nur dazu und hat zu ihm gesagt, Schweißneiger. Oder Schweißsteiger oder. Ich weiß, was er da genau gesagt hat. Also nicht Schweinsteiger, sondern irgendwas anderes. Und jetzt komm. Dramatisch 120 Sekunden. Letzten 120 Sekunden dieser WM. Und Messi. Messi gibt nochmal alles. Messi. 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 Zwei verfolgen ihn. Messi. Und Götze verändert. Und Rizzoli pfeift immer noch nicht ab. Jetzt ist es geschafft. Deutschland ist Weltmeister. Und das schauen wir uns noch an. Messi hat's nicht geschafft. Wir sind Weltmeister. Und ja, ich weiß, ich habe es in Argentinien gespielt, aber scheißegal. Wir sind Weltmeister. Jawohl. Ja, ich lasse es einfach mal durchlaufen. Denke ich mal. Ja. Brasilien. Nee, ach Quatsch. Argentinien kann es nicht glauben, dass sie es nicht geschafft haben. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien, ihr wart ein würdiger Gegner, aber Deutschland hat es verdient durch das goldene Tor von Bastian Schweinsteiger. Ja. Oh, schade. Kommt keine Pokalübergabe. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So, bester Spieler war sogar Lionel Messi. Okay. Aber egal. Deutschland ist Weltmeister. Wir haben nichts abgeschlossen zum Abschluss. Na egal. War ja auch nicht so groß mein Ziel, muss man sagen. Einfach nur einmal durchspielen, einfach mal versuchen. Aber egal. So, Leute.
Damit haben wir die Geschichte der Qualifikation. Quatsch. Die WM-Geschichte geschafft. Wir haben alle 64 Spiele nochmal nachgespielt. Verschiedene Aufgaben gab mein Fazit. Ganz okay. Also ich fand es ganz gut eigentlich, die Idee. Aber manchmal fand ich es schon ein bisschen scheiße. Also ich fand die BR Pro-Modus alle scheiße. Also ich fand die nicht gut. Mir haben die zum Beispiel nicht gefallen. Auch keinen Spaß bereitet. Aber ist Ansichtssache, denke ich mal. Aber manche Aufgaben waren ganz gut. Manche haben mich so ein bisschen gestört. Also sagen wir mal so 6 bis 7 Punkte von 10. Ist so meine Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie eure Bewertung ist. Und ja, dann war's das dann. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Let's Plays wieder. Und jetzt kommt auch wieder, langsam auch wieder mal SmackDown vs. Raw 2009. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.